Hallo liebe Just-Musiker und herzlich willkommen auf der Musikmesse 2013 in Frankfurt. Wir sind hier am Messestand von KORG. Bei uns ist der Christopher und der wird uns heute das neue KORG Cross vorstellen. Hallo Christopher. Hallihallo Johann, schön, dass du da bist. Danke. Dann erzähl doch uns bitte was zum KORG Cross. Sehr gerne. Also wir haben hier unsere neue Einsteiger-Workstation. Nach dem Chrome machen wir nochmal unten drunter den Cross und der hat schon extrem viele Features für das, was er kostet. Und zwar haben wir natürlich gut klingende Presets eingebaut. Programs können die kombinieren zu Split Sounds und Layer Sounds. Da ist die Besonderheit, dass es sehr einfach vonstatten geht mit einem Knopfdruck. Wir haben Favoritenbänke, die wir super einfach abspeichern können. Wir haben einen 16-Step-Sequencer. Und was sehr cool ist, ein bisschen aus der Cresylator-Reihe rübergeholt, ist, dass wir Audioaufnahmen direkt in das Gerät reinmachen können. Und zwar endlos übereinander stackbar. Und dem zugute kommt dann natürlich auch ein eingebauter Mikrofon- bzw. Line-In-Anschluss, über den die ganze Sache dann eben auch mit Vocals versehen werden kann. Die Audiosachen werden dann auf einer SD-Karte gespeichert und das Ganze ist dann auch nur dadurch begrenzt, durch die Größe der SD-Karte. Und da wissen wir ja beide, dass es nach oben hin fast offen ist. Sehr cooles Feature auch, dass man das Ding einfach unter den Arm mitnehmen kann, sich in den Park oder in die U-Bahn setzen kann, weil wir ein 6AA-Batteriefach eingebaut haben, über das der KORG Cross auch betrieben werden kann. Das klingt super. Gibt es den nur in 88 Tasten oder ist er auch noch in einer kleineren Ausführung erhältlich? Den haben wir auch als 61-Taster mit einer Synth-Tastatur dann natürlich, ja, je nachdem wie groß es sein soll, aber beide sind echte Leichtgewichte. Super. Was soll denn der Cross 88 kosten auf dem Markt und wann wird er ungefähr erscheinen? Der 88 wird 11,89 Liste kosten. Wir erwarten die im Juni und der kleine dann 8,32. Super. Besten Dank, Christopher. Sehr gerne.